grüße euch heute mal nicht aus dem Studio, sondern vom Imbiss Elisabeth hier in Göttingen, unserem Stammimbiss. Wenn wir und die Bands totalen Hunger haben, dann rennen wir hier hin und mampfen uns erstmal die Hucke voll. Wir gehen mal rein und gucken mal. Kommt mal mit. Genau, und hier sind wir auch schon in den heiligen Hallen. Das ist Elisabeth und das ist der beste Imbiss der Welt. Wir gehen mal weiter. Das ist unser Stammplatz. Hier hocken wir uns manchmal hin, essen ordentlich. Abends, mittags, morgens kommt alles vor. Was wird heute erklärt? Das Triggering. Ich habe da keine Ahnung von. Leo und Götz dafür umso mehr. Es wird bestimmt eine spannende Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich bestelle mir jetzt erstmal schöne Currywurst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind jetzt hier in der Recording-Regie und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, mit welcher Software man triggern kann. Dazu muss ich erstmal kurz erklären, was Triggern überhaupt ist. Ist ganz einfach, ihr habt ein Keyboard, drückt auf der Klaviatur eine Taste und es wird dadurch ein anderer Sound ausgelöst, getriggert. Genauso funktioniert es dann mit der Software und mit welcher Software man das machen kann, zeige ich euch jetzt direkt. So, wir haben hier einen Loop für euch vorbereitet, der soll erstmal nebensächlich sein, es geht erstmal nur um die Software. So, wenn uns da jetzt irgendwas nicht gefällt, zum Beispiel bei der Bassdrum, dann würde ich jetzt euch zum ersten einmal den Sound Replacer empfehlen. Der ist auch bei Avid mit dabei, beim neuen Pro Tools 9. Das ist ein Audio-Suite-Plugin, das dann direkt die neuen Daten in die Region hineinrechnet. Geht ihr einfach auf Audio-Suite, Other, Sound Replacer. Dann öffnet sich der, dann drückt ihr auf Update und er analysiert das File. Dann seht ihr sofort schön die Transienten, könnt dann euer File auswählen, das ihr reinhaben wollt, stellt den Threshold ein, wie laut der Transient sein darf, dass er getriggert wird und drückt dann auf Process und fertig ist das. Dann gibt es zum Weiteren noch den SPL Drum Exchanger, den wir momentan ganz viel verwenden, mit der direkt in den Insert kommt. Der geht auch über Audio Suite, aber eben auch über den Insert, wodurch man dann direkt Realtime triggern kann. Man hat eine Snare und kann direkt im Mix umschalten, welche Snare eigentlich am besten zum Mix passt. Genau, ich zeige es euch mal kurz. Ich mache mal die Snare solo, öffne den Drum Exchanger und starte das mal. Hört ihr schon, das ist jetzt schon die getriggerte Snare. Das wäre die Solo nochmal, die Original-Snare. Getriggert und kann dann hier schön umschalten und mir die auswählen. Dann gibt es noch ein kleines Special von einer Software, mit der ich sehr gerne arbeite, mit Melodyne. Das einem auch erlaubt, nicht nur Snares und Bassdrums, sondern eben auch melodiöse Instrumente wie Vocals, Gitarren oder sonstiges zu triggern. Das funktioniert mit dem neuen Melodyne Editor Plugin, das ich jetzt hier einfach mal reinlade. Gibt es leider nur als AirTAS, aber das reicht in dem Fall völlig aus. Melodyne. Und dann muss man erstmal bei dem Melodyne Plugin das File transferieren. So, schon habe ich hier diese vier Snare-Schläge in meinem Melodyne drin und kann die jetzt ganz einfach über Einstellungen als MIDI sichern, exportieren auf den Schreibtisch. Speichere ich das mal unter Snare, schließe Melodyne und nehme mir dann die Snare-MIDI und ziehe die einfach mal auf eine neue Instrumentenspur. Hier ist in dem Fall Structure drin, da kann dann auch Easy Drums oder sonstiges drin sein. Einfach ein Software-Instrument, das man triggern will. Jetzt spiele ich das mal solo ab. Und schon habe ich hier eine schöne getriggerte Snare, das man natürlich dann auch mit Vocals oder so machen kann. So, es gibt dann natürlich noch ganz viele andere Tools, zum Beispiel auch das von Steven Messe, das sehr zu empfehlen ist. Wie man jetzt aber am besten damit umgeht und was für Probleme man beim Triggern haben kann, was man dabei beachten muss, das zeigt euch jetzt Götz. Im Grunde genommen gibt es zwei Szenarien beim Triggering. Das erste ist, man ersetzt einen Sound komplett. Das habe ich jetzt hier auch mal mit der Bassdrum gemacht, weil mir der Sound nicht gefallen hat.
Ist kein Problem, einfach das Plugin drauf und fertig. Komplizierter wird das Ganze, aber wenn man diesen Sound nicht komplett ersetzen möchte, sondern wenn man einen Originalsound mit einem getriggerten Sound mischen will. Und warum das tricky werden kann, zeige ich euch ganz einfach daran. Wir haben hier einmal in Blau die Original-Bass-Drum und auf dieser Grünspur ist im Moment auch noch die Original-Bass-Drum. Ich kopiere mir hier mal die Settings von dem Plugin raus, deaktiviere das Plugin und rechne es mal rein. Dann kann man das nämlich ganz einfach sehen, auf was man achten muss. Moment, erst reinkopieren und reinrechnen. Und jetzt kann man schon ganz deutlich sehen, das getriggerte Sample ist im Vergleich zum Original-Sample in der Phase verschoben, beziehungsweise in der Phase, in dem Falle sogar gedreht. Das heißt, das muss man natürlich ausgleichen. Und es kann also auch schnell mal passieren, dass zum Beispiel das Sample nicht sauber geschnitten ist oder dass das Triggering nicht so super genau ist, dass man also auch ein verschobenes Sample bekommt. Das kann man also auch einfach hier mit den Audiodateien super korrigieren, einfach nehmen, hinrücken, ist die einfachste Methode. Und obendrein archiviert es sich so noch. Man hat nachher beide Signale auf dem Fader. Natürlich kann man das Ganze auch hier in den Plugin einstellen. Ihr seht, also ich kann hier die Phasenverschiebung ändern, ich kann hier die Phase sogar drehen, ich kann auch das Mischungsverhältnis ändern. Aber es ist für mich praktischer, alles auf dem Fader zu haben. Das ist der Grund, warum ich das Ganze so mache. Ja, das war es auch schon zum Thema Triggering und Sound Replacing. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.